Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die auf unserem geliebten Dach hier, wo wir eigentlich relativ sicher sind und noch den zusätzlichen Hinweis bekommen haben, das kannst du ja mal anleiern, Thomas. Unten bitte den ersten Block von der Leiter wegnehmen, weil dann können die Zombies die Leiter gar nicht erst hochklettern. Das macht die ganze Geschichte hier oben nochmal ein kleines bisschen sicherer. Und ansonsten würde ich sagen, ist der Plan, dass wir einfach mal den Rest der Häuser, die wir uns jetzt noch nicht angeguckt haben, hier irgendwie fertig looten, dass wir alles rauskriegen aus der Stadt, was an Wertsachen hier irgendwie drin ist. Oh, da geht's aber irgendwie schon ab unten bei dir, kann das sein? Ja, da ist ein Zombie bei dem Bär. Da ist ein Zombie bei dem Bär. Achso, die beschäftigen sich miteinander sozusagen. Hm. Das ist doch gut. Haben sich zwei von... Da sind zwei Bären draußen vor unserer Tür. Übrigens, in Kanada hier. Ich brauche irgendwie relativ dringend Dinge zum Essen, muss ich dir sagen. Weißt du? Also, wenn wir ja, irgendwie dann mal... Kauf dir doch mal welche. Naja. Da bestimmt irgendwo ein Snackautomat. Wir können doch... Hast du nicht... Haben wir nicht den... Wir haben doch auch einen Bären getötet. Was ist denn mit dem Bärenfleisch? Können wir das nicht... Ja, können wir eigentlich auch mal zubereiten, das stimmt. Wie wir irgendwie wieder anfangen, irgendwie mit diesen Munitionsfressern anzulegen. Ich hab 170 Schuss, also... Achso. Oh, das ging jetzt aber deutlich schneller. Und da ist noch ein zweiter. Ich nehme das jetzt mal alles mit da. Ja, ja. Mach mal, es reicht ja, wenn einer dann von uns stinkt. Dann rieche ich zwar... Ja. Das ist ja aber ohnehin... So, wo ist der andere? Willst du dich mit dem jetzt auch noch anlegen? Naja. Also, was wir haben, haben wir. Und dann können wir tatsächlich, bevor wir irgendwie losgehen, oben nochmal irgendwie die Zubereitung anschmeißen. Ach so, ja gut, dann machen wir das so. Ja. Aber ich sehe ihn jetzt nicht. Gar nicht, ich höre ihn nur. Ich höre ihn, ja. Eben ist der noch, hat er noch hier rumgegammelt irgendwie, direkt bei uns vor der Tür. So, und so eine Bärentröte bauen, dann bläst man rein und kommen sie angelaufen. Ich höre ihn. Also, es scheint, also gut, das ist immer so ein bisschen schwierig ohnehin bei dem Sound hier irgendwie einzuschätzen, wie weit die Dinge weg sind. Ich hätte jetzt gesagt, ist relativ dicht dabei. Aber egal wie ich es drehe und wende, nichts zu da sehen. Hast du? Ja, ich sehe einen. Ich weiß nicht, ob er das ist. Er, der Spezielle. Ralf. Nee, das ist ein Schwein. Ralf. Nein, 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 das ist kein Schwein, das ist ein Bär. Wo? Ach, da. Oh nein, die Konsole. Die Konsole. Ich hab die Ergo. Ich mach mal kurz einen flinken Fuß. Oh. Warte, jetzt hast du die. Ich hab sein Gesäß knapp verfehlt. Ja, sehr gut. Du nimmst es mit. Man muss wirklich genau in den Kopf zielen. Dann ja, ja, ich glaube auch, dass die Kopfschüsse sind extrem wichtig, machen deutlich mehr Schaden. Okay, dann lade ich das. Ich höre immer noch einen. Ja, ich glaube, das war nicht reif. Aber das reicht doch erstmal zum Essen, oder? Ja, 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 ja. Wir müssen dann vor allen Dingen gucken, ob Ralf. Oder hast du einen Bärenhunger? ja, wir müssen vor allen Dingen, glaube ich, mal gucken, ob wir genug Short Iron Pipes haben, um einen Grill herzustellen. Das wäre irgendwie geil. Weil damit lässt sich dieses Fleisch zubereiten, ohne dass wir, Wasser dafür verbrauchen. Oh, und haben wir Holz? Holz haben wir genügt. Gerne. Ich habe nämlich keins, deswegen... Also, dann kannst du das hier mal irgendwie anschmeißen. Hier ist nämlich noch Tee drin. Und ich guck mal wegen dieser Short Iron Pipes. Jetzt geht das hier wieder los, ne? Ich habe keine Ahnung mehr, wie wir das hier. Was soll ich anschmeißen? Achso, das. Das, na, Holz da reinschmeißen. Wir haben nur 6 Short Iron Pipes. Das reicht nicht. Wir brauchen wie viel? Ich glaube 9. Ich guck mal ganz kurz. Also, schmeiß ich es jetzt lieber noch nicht an. Na, geht ja nicht. Wir brauchen 9, genau. Also wir brauchen 9 Short Iron Pipes. Dann machen wir bloß trotzdem da irgendwie, weil da kocht noch Tee drin in dem Feuer. Das kannst du trotzdem mal anwerfen. Dass der Tee weiter kocht, dann wenn du Holz hast. Und dann gucken wir jetzt, diese Iron Pipes findet man ja auch irgendwo. Genau. Also wieder runter. Ja, ich... ja, 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 ja. Also ich habe richtig Knast so, ne? Also ich, bei mir ist auch schon... Bärenhunger. Ja, aber vielleicht finden wir auch noch eine Konserve. So. Achso, du hast jetzt schon gemacht. Gut. Wir haben uns das natürlich wieder nicht so richtig markiert, wo wir schon drin waren und so, aber... Wie kann man das denn markieren? Naja, in dem Sinne, zum Beispiel.
indem du, was weiß ich, eine Kiste davor setzt, also so. Ein Woodframe oder eine Fackel an die Tür. Oder jetzt höre ich tatsächlich nochmal Zombies, ey. Schon fast vergessen, dass das hier eine Zombie-Apokalypse ist. Mhm. Na, wir haben ja auch schon gut gesäubert hier. Das stimmt, und dann hat man ja auch immer ein bisschen Ruhe. Ich glaube, so grundsätzlich war ich in diesen Häusern, die außen sind, immer schon drin. Also dann nehmen wir uns... Aber die sind doch alle verbarrikadiert, oder? Also man sieht theoretisch daran, siehst du, ja, aber du musst halt immer vorne und hinten gucken, weil die zwei Eingänge haben. Ja, vielleicht einigen wir uns darauf, dass wir immer nur vorne reingehen. Nee, vorne ist ja oft auch noch so mit Mobiliar verbarrikadiert. Hinten hast du meistens nur eine einfache Holzbarriere. Vielleicht einigen wir uns darauf, dass wir einfach nur immer hinten reingehen. Absolut, so wie wir das gewöhnlich tun. Richtig. So, was haben wir hier? Das nehmen wir mit. Wir haben schon genug Kochtöpfe, deswegen scrappe ich die Kochtöpfe immer gleich. Ich höre Ralf übrigens. Das ist nicht Ralf. Das ist nicht Ralf? Ralf grillt schon, oder? Nein, ich sag ja, ich glaube, wir haben vorhin Ralf nicht erwischt. Das war nicht Ralf, was wir erwischt haben. Das war jemand anders. Heiko. Hm. Brauchst du Jeans? Hier in dem sind Jeans drin, falls du noch keine Jeans trägst. Oh, ich habe aber auf jeden Fall eine Iron Pipe. Also haben wir jetzt schon 7. Und hier gibt's hier noch eine zweite Etage? Ja, hier gibt's noch einen Keller und ich bin oben. Im Keller. Du bist im Keller, dann gehe ich mal oben gucken. Oben ist ja immer so finster. Eigentlich wollten wir ja auch Fackeln machen. Ja, das brauchen wir nicht. Federn, ja. Das kann ich nicht sehen, ob hier noch was ist. Was zerhaust denn du da gerade? Eine Tür. Naja. Ja, musst du mal ein bisschen gucken, da ist nur dieser komische Waffensafe hinter. Ja. Genau, und der ist verschlossen. Ist locked. Ja, die sind jetzt alle locked. Und da können wir, irgendwo habe ich gelesen, irgendwie, dass du mit dieser Stone Axe irgendwie musst du, glaube ich, irgendwie 200 Mal drauf einknüppeln. Was natürlich schneller gehen würde, wenn wir das zusammen machen, aber dennoch. Ja, nee, lass mal stecken. Also, wenn wir dann irgendwie mal, du weißt schon hier, wie nennt man das? Eine Spitzhacke haben, richtig, oder so, dann geht das, glaube ich, besser, aber... Also, Repair-Tools gibt's hier ohne Ende. Ja, super. Ich weiß, haben wir ja auch schon irgendwie. Also, ich habe ja schon zwei irgendwie oben in irgendeiner Kiste. Damit können wir uns... Weil die Wände tapezieren. Popgun, ja genau, Popgun. Pump Shotgun Parts. Ja, mit. Oh, nochmal 2 Short Iron Pipes. Damit haben wir jetzt auf jeden Fall genug Short Iron Pipes. Für den Grill. Das ist ganz praktisch. Aber hast du irgendwie eine Dose mit irgendwie was zu essen gefunden? Also, weil es wird bei mir, wird es dann sonst... Ja, ein bisschen was. Achso, möchtest du sofort was zu essen? Ich brauche sofort was zu essen. Das ist der entscheidende Faktor. Ich bin unten im Keller, falls du... Ah ja, 9mm Bullet Schematic, das kenne ich auch noch nicht. Wird gleich mal vertilgt. Ja, ich leg dir mal was hin hier. Wo Suppe ist... Ach, und... Ja, finde ich gut. Finde ich gut. So, was haben wir hier noch? Mal mitnehmen, statt ja nichts. So, jetzt esse ich erstmal was. Weil Getränke ist jetzt nicht das große Problem. Es sind tatsächlich eher so Nahrung. Das bringt auch alles nicht sonderlich viel, ey. Ja, wir müssen... Wir müssen dringend anfangen, irgendwie zu kochen. Wäre wichtig. Wir haben auch haufenweise Eier noch zu Hause und so. Ja. Die muss man, glaube ich, wieder in Wasser kochen. Und da bin ich ja immer irgendwie nicht so ein Riesenfreund von, weil... Kriegt man diese Iron Pipes auch von irgendwas anderem extrahiert? Na, theoretisch, wenn du Iron Ingots hast, kannst du die dann irgendwie daraus auch irgendwie herstellen. Also machst du aus den Iron Ingots, machst du Forged Iron. Aber nicht aus irgendeinem Scrap oder sowas. Nee, ich glaube, das musst du schmelzen. Und mit der Forge, das hat ja auch noch nicht so ganz geklappt. Sind wir hier rund eigentlich in diesem Gebäude? Ich bin schon im nächsten. Ach, du bist schon im nächsten. Ich habe auch noch eine Pipe gefunden. Wie viel brauchen wir insgesamt? 9, die haben wir jetzt auch schon. Achso. Also ich kann ja mal, pass auf, ich gehe mal zurück und kümmere mich mal kurz um... Ja, dann bräuchtest du die Pipe von mir, oder? Nee, ich habe selber... Ach, du hast selber schon. Genau, wir haben 6 oben, ich habe 3 dabei, das müsste funktionieren. Und
Und dann werfe ich das hier einfach mal an. Holz müsstest du ja. Achso, ich weiß, verdammt, ja, das ist natürlich. Ja, der Tee ist jetzt hier fertig. Holz okay. Ist doch da in einer Kiste, verdammt, hier drin. Ja, echt? Okay, gut, dann ist ja super. Ja, dafür haben wir die Kisten doch. Du, das in ist. In der Rohstoffkiste. Alles, das ist alles schon wieder. Das ist schon wieder so wahnsinnig lange her. Und Short Iron Pipes und Cooking Grill und Craft. Aber du hast das Fleisch, das hätte ich vielleicht mal mir von. Oder haben wir auch noch eingelagert, ne? Ja. Ja, nice. So. Und wo ist jetzt. Und wo ist jetzt Holz? Nein. Und was ist jetzt Trumpf? Und was ist Trumpf? Karo! Ah, hier ist Holz. Ja, sehr schön. 1, 2, 3. Müsste ja eigentlich ausreichen. So, in einem geordneten Haushalt findet sich alles wieder an. Denn den Topf nehmen wir raus, kommt der Grill rein. Hallo Hirsch. Und das Fleisch. Und das braucht 3 Minuten 30 Sekunden. Und, ach, dann machen wir 2 rein. Passt schon. Und wo war jetzt die Kiste mit den... Nein. Nein. Irgendwann kriege ich das noch auf die Reihe, dass ich dann weiß, welche Kisten welche sind, vielleicht aber auch nicht. Oh, wir haben ja auch schon Tello hergestellt. Das heißt, wir können theoretisch auch schon Dingens herstellen hier. Ja, du weißt schon. Fackeln. Weißt du? Ja, können wir machen. Haben wir, glaube ich, auch schon. Also stimmt, das ist ja, ja natürlich. Ich habe auch, hab auch eine dabei. Ja Gott, ich bin so bescheuert. Na, macht ja nichts. Nicht ganz auf der Höhe heute, was? Nicht wirklich. Es könnte eventuell an den vorherrschenden 38 Grad draußen liegen. So, Bullet Casings. Hier haben wir noch diesen Kleber. Davon haben wir jetzt schon 2. Wasser. Wasser, Wasser. Oh. Was denn? Hast du... Ich habe einen Fernseher aufgenommen. Den wollte ich gar nicht haben. Oh Gott, ich meine, wollen wir uns auch halt mal ein bisschen amüsieren. So. Ja, aber hier ist doch vergessen auf. Hast du Geld? Ich nicht. Ich habe jetzt die ganzen Casino-Tokens alle schon umgewandelt. Das meine ich. Weißt du? Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. So, ich habe hier auf jeden Fall, ich habe natürlich wieder vergessen, Cook zu drücken, aber das läuft jetzt hier auf jeden Fall erstmal. Sprich, da, das kocht da fröhlich vor sich hin. Und, Ach, das bist du. Das bin ich. Ja. Ach, das ist unser Haus hier. Das ist unser Haus. Hast du dich schon wieder verlaufen ordentlich? Hm. Schön. Ein bisschen Zeit haben wir noch. 22 Uhr ist Stichtermin. Zapfenstreich. Zapfenstreich, genau. Ausgangssperre. Also da geht noch was. So. Übrigens echt eine schöne Hose, die du an hast. Es ist eine Jeans. Ja. Die ist halt rot. Und darüber habe ich diese komische Stoffrüstung, glaube ich, die halt ein bisschen ja, sinnlos ist wahrscheinlich. Sieht echt schön aus, also wirklich total modisch. Naja, klar, das ist mir schon auch wichtig. Also, zieh einfach, man will ja auch nicht rumlaufen wie, man will nicht aussehen wie der hergelaufen, wollte ich glaube ich eigentlich sagen. Oh, so. Ich habe einen Mining Helmet. Nein, ernsthaft? Ja, ernsthaft. Du Sau. Das möchte ich bitte auch. Ich habe noch mehr Short Iron Pipes gefunden. Und Bloodbag. Aber den muss man halt, dann gibt's halt den. Dann musst du den. Football-Helm. Ja, aber der hat auch ziemlich gute Stats. Wie mach ich den jetzt an? Mit F. Und das hat. Ah. Genau, und das hat auch keine. Du hast auch keine Energie sozusagen. Also du kannst das permanent laufen. Und ich laufe damit lassen. Auch nicht mehr Leute an oder so. Nicht, dass ich wüsste. Das Ding ist einfach nur klasse. Und ich glaube, das braucht zum Reparieren, brauchst du, glaube ich, Metal Strips. Muss das nicht reparieren? Aber wenn es denn dann mal soweit ist, und die kannst du dir aus den... Wieso nutzt der sich ab? Wie alles andere nutzt auch der sich ab, wenn du aufs Maul kriegst oder so. Achso, naja, krieg ich ja nicht. Nee, stimmt. Aber übrigens auch, wenn du von Dächern fällst. Ich habe auch noch eine Pistole gefunden. Zustand gut. Zustand gut. Gefällt gut. Gefällt gut. So. Ob ich mal schießen? Du wirst du nicht lassen. Ne? Garantiert, aber.
Hier ist 10mm Bullet Schematics. Sehr schön. Einiges an. Und wir haben jetzt festgestellt, dass man dieses Old Sham Sandwich irgendwie kann man zu nichts brauchen, oder? Also dieses komische Grüne, das ist irgendwie sinnlos. Das lassen wir jetzt irgendwie. Ja, das Gelbe war, glaube ich, das Gute. Das Gelbe ist dieses Moldy Bread, woraus man irgendwie dann. Genau. Aber den anderen Quatsch können wir uns dann schenken. Geht's nicht runter? Ah. Gleich hier. Wo geht's hier wieder raus? Wo bitte geht's zum Strand? Blendet das? Nö. Aber das ist was sehr Schönes irgendwie. Du hast es irgendwie angeschaltet, als du eine Etage über mir warst und ich konnte es trotzdem sehen. Ah. Es ist so ein bisschen offensichtlich sehr kräftiges Licht mit leichtem Anteil radioaktiver Strahlung. Also von daher. Aber nun soll jetzt radioaktive Strahlung hier nicht unser Hauptproblem sein. Nee, ne? Noch nicht, jedenfalls. Bisschen Hundefutter? Gerade nicht, danke. Hm. Ich bin voll, ich geh mal nach Hause. Ja, ich kann noch ein bisschen. Was hast du jetzt hier alles schon? Das die Küche, nicht. Nur die Küche. Nur die Küche. So. Es ist jetzt auch, ja, es ist ja auch das letzte Haus, was ich jetzt mache. Irgendwie. Ich gucke hier noch flink durch. Und, dann komme ich auch wieder zurück. 19.30 Uhr, ja, das müsste ich aber auch noch schaffen. Theoretisch kann ich doch auch irgendwie dieses Buch hier mitnehmen. Ich habe ja den Platz. Gut, ich meine, dann hast du wenigstens schon mal so einen Helm. Das ist ja auf jeden Fall auch was, was ich gerne noch. Das ist einfach extrem praktisch. Mhm. So. Okay, ich glaube, damit habe ich jetzt dieses Haus hier auch. Ein bisschen Zeit ist eigentlich noch. Aber man wird dann aber auch immer schnell gierig. Das habe ich hier alles. Das habe ich noch nicht. Scrap. Und hier ist nix. Ich denke, du hast die Küche durchsucht. Hier noch untouched Schränke. Naja, gut. Okay, ja, das hast du alles. Okay. Ist der hier? Achso, da war der Keller, da war ich schon. So, dann, wo ist zu Hause? Bist du, du bist bei uns zu Hause irgendwie und ich kann dich bis hierher craften hören. Das ist auch sehr interessant. Kurios, ne? Ja, offensichtlich bist du sehr laut beim Craften. Wo bin ich? Also wirklich, ne? So, dass Ralf hier die ganze Zeit Geräusche macht, das macht mich nervös. Der soll damit aufhören, der soll das lassen. Sag ihm das mal. Der versteht doch sowieso nichts von dem, was ich ihm sage. Wo kommen hier so Metallsachen rein? Ich glaube, die dritte Kiste oder so. Ah. So, jetzt, ich rieche jetzt ein bisschen streng, aber das macht mir nichts. Ich esse jetzt auf jeden Fall erstmal ein bisschen großherzig hier von dem gegrillten Fleisch. Oh, da geht. Ich möchte auch was essen. Da geht gleich meine Wellness hoch, ja. Und zwar, oh, Big Time, ey. Bisschen gut. So, ich packe den Rest des gegrillten Bären in. Bitte. In die Kiste. In die gegrillte Bärenkiste. In die gegrillte Bärenkiste. Jetzt trinke ich noch ein bisschen Tee. Also das ist doch, das sieht doch gleich nach was aus. Und jetzt heile ich auch langsam. Das finde ich gut. Scrap ich das hier gleich in Papier? Weiß ich nicht. Lieber erstmal nicht. Wer weiß, ob man auch noch Bücher für irgendwas braucht. Er hat noch so eine Kiste für so Crafting-Utensilien. Da bist du gerade dran. Da mache ich mal das hier mit rein. Das Buch und das. Kann ich das hier eigentlich. Nee, das kann ich nicht scrappen, das ist zu wenig. Zack, zack. Können wir hier mal mit reintun und wenn wir mehr davon haben. Welche war die Waffenkiste? Diese hier. Ja. So. Dann haben wir hier noch ein bisschen. Achso, da bist du gerade dran. Dann ja. Ich. Nee, alles sorry, gut. Du, ne? Nee, weißt du. Jetzt ist es auch egal. Wir haben ganz doll viel Klebeband. Übrigens, und jetzt ist dunkel, also jetzt ist nachts.
Nimm dir was raus, hier, wenn du was essen willst, aber blockier nicht die Kiste. Die ganze. Was, warum wir auch nicht beide in diese Kiste reintun? Kann ich nicht komisch, ne? Meine Dinge an dir vorbei da reinschmeißen? Ah. Aber ich glaube, das ist also wirklich, ne, so, so mal, dass tatsächlich die Dingens mal hochgeht, also meine Wellness. Das ist für mich auch ein ganz ungewohntes Bild. Das verunsichert mich auch, gelinde gesagt. Aber ich ist denn die hier so. Gut! Sehr, sehr gut. Das ist doch, da waren wir doch jetzt gar nicht so unerfolgreich. Wir müssen ein bisschen gucken, irgendwie. Was jetzt hier in der Nacht, was ist das? Tag 10? Na, wird wahrscheinlich nicht sonderlich viel passieren. Außer Ralf, der hier irgendwie immer noch ruhelos um unser Haus klettert. Hast du den Plan eigentlich verworfen, jetzt hier irgendwie diesen Übergang zu bauen, was du überlegt hattest? Ja. Den Plan hast du verworfen. Ich habe Lust, nochmal runterzufallen. Aber ich finde, das kannst du sehr, sehr gut. Runterfallen? Ich weiß, das habe ich jetzt aber auch schon oft genug unter Beweis gestellt. Ja, aber du weißt, wie das ist irgendwie. Irgendwann hören die Leute auf zu glauben, dass du das noch gut kannst, wenn du es nicht regelmäßig zeigst. Dann beweise ich es nochmal. Okay, verstehe. So, wo sind die Zombies? Weiß ich nicht. Es ist relativ ruhig. Es ist relativ entspannt. Und ich muss gestehen, ich habe nicht genau geguckt, wann wir angefangen haben aufzunehmen. Deswegen weiß ich nicht ganz genau, ob die Folge jetzt schon zu Ende ist. Ich glaube, so ungefähr jetzt könnte es denn dann soweit sein. Das heißt, wenn wir jetzt sowieso nicht genau wissen, was wir irgendwie in der Nacht machen sollen und diese Folge dann jetzt ein bisschen kurz geraten ist, dann tut mir das sehr, sehr leid. Aber ich beende es trotzdem an dieser Stelle. Sage wie immer danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.